Nächster Redner für die CDU-CSU-Fraktion. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Wirtschaftskriminalität verursacht volkswirtschaftliche Schäden in Milliardenhöhe und zerstört das Vertrauen in gutes Wirtschaften und erschüttert unsere Rechtsordnung. Rechtsbruch darf sich nicht lohnen. Und unsere Rechtsordnung muss durch einen klaren Vollzug des geltenden Rechts dafür Sorge tragen, dass niemand aus der Verletzung von Vorschriften einen Vorteil ziehen kann. Und der Antrag der Grünen befasst sich im Grunde genommen mit einer Art Einführung eines Unternehmensstrafrechts, auch wenn Sie das nicht so bezeichnen. Der zentrale Satz Ihrer Begründung mag dann aber schon erstaunen. Ich zitiere: Wegen der Möglichkeit, Verantwortung, insbesondere in großen Unternehmen, gezielt zu verschleiern, sowie dem Kräfteungleichgewicht zwischen häufig überlasteten Staatsanwaltschaften und insbesondere finanzstarken Beschuldigten, kommt es in Deutschland selten zu individuellen Schuldfeststellungen gegenüber einzelnen Wirtschaftsakteuren. Zitat Ende. Wenn es also, und das ist meine erste Bemerkung, um individuelle Schuldfeststellungen geht, dann ist die Frage der Haftung von Unternehmen falsch, weil dann geht es um die individuelle, ganz höchstpersönliche Vorwerfbarkeit. Und es ist auch keine Haltung, der Kriminalpolizei, den Staatsanwaltschaften und Teilen der Justiz, die in oftmals mühevoller Kleinarbeit Wirtschaftsstrafsachen aufarbeiten, in den Rücken zu fallen, indem sie sagen, dass es nur selten so Schuldfeststellungen gibt. Ich glaube, das trägt die aktuelle Lage nicht. Und wenn Sie behaupten, dass Staatsanwaltschaften häufig überlastet sind, dann liegt die zentrale Aufgabe der Politik darin, diese Belastungen abzubauen und für mehr Kapazität bei den Strafverfolgungsbehörden zu sorgen. Zuständig dafür sind die Länder, in denen die Grünen in 11 von 16 Landesregierungen Verantwortung tragen. Nehmen Sie also bitte nicht den Bund in die Haftung für eigene Versäumnisse bei Ihnen in den Ländern. Auch dogmatisch ist ein eigenes Unternehmensstrafrecht nicht zielführend, weil es das Schuldprinzip verletzt. Schuld ist die von der Verfassung gebotene Voraussetzung für eigene höchstpersönliche Vorwerfbarkeit. Und das kann nur ein einsichtsfähiger Täter sein und kein Personenverband oder ein Konstrukt. Und wenn Sie in letzter Konsequenz beispielsweise Strukturmaßnahmen für verurteilte Unternehmen fordern, dann verursachen Sie auch eine Betroffenheit Dritter, die möglicherweise nicht akzeptabel ist. Wollen Sie, dass im Ergebnis der Fließbandarbeiter mit dem Verlust seines Arbeitsplatzes für das Fehlverhalten des Managements haftet? Wollen Sie, dass Kleinaktionäre mit dem Verlust ihrer Altersvorsorge bestraft werden, weil der Vorstand strafbare Handlungen vollzieht, die der Kleinaktionär nicht kontrollieren kann? Eine solche Drittbetroffenheit ist unserer Rechtsordnung fremd, und sie muss auch fremd bleiben. Wenn Sie in Ihrem Vorschlag sagen, dass Sie statt dem Opportunitätsprinzip jetzt das Legalitätsprinzip einführen wollen, dann müssen Sie auch deutlich machen, welche Konsequenzen das hat. Sie dürfen zunächst einmal nichts so tun. Es ist mir wichtig zu unterstreichen, dass das Opportunitätsprinzip Willkür bedeuten würde. Wir haben in Deutschland eine Bindung der Verwaltung an Recht und Gesetz. Und diese Bindung an Recht und Gesetz muss die Verwaltung gleichmäßig durchführen. Deswegen ist das Opportunitätsprinzip bereits jetzt ein gutes Mittel, Verfehlungen von Unternehmen zu verfolgen. Aber das Legalitätsprinzip bedeutet, dass Sie strafrechtsähnliche Verfahren gegenüber Unternehmen einführen. Mit einem Schweigerecht, mit der Unschuldsvermutung. Und damit werden Sie im Endeffekt
eine weniger effektive Rechtsverfolgung haben und weniger Unternehmen zur Verantwortung ziehen, als wir das bisher können. Ihr Vorschlag ist damit ein Rückschritt und kein Fortschritt. Man darf auch nicht vergessen, und das haben Sie völlig verschwiegen, dass es bereits jetzt, gerade im Bereich des Kartellrechts, ordentliche Geldbußen gibt, die den Unternehmen zu Recht wehtun. Beispielsweise LKW-Kartell, Bußgelder über 1 Milliarde Euro. Libor-Kartell, Bußgelder in Höhe von dreistelligen Millionenbeträgen. Aber deutlich muss auch sein, dass wir das bestehende Recht konsequent anwenden und ja, dort, wo es notwendig ist, auch verschärfen. Ich lade Sie ein, mit uns zu diskutieren, möglicherweise die Wertgrenzen zu erhöhen im Ordnungswidrigkeitengesetz. Ich lade Sie ein, unseren Gesetzentwurf zum Thema strafrechtliche Vermögensabschöpfung mitzutragen. Aber eines haben Sie heute nicht angesprochen, und das scheint ein Schlüssel zu sein bei der Frage der Verfolgung von rechtswidrigem Handeln innerhalb von Unternehmen. Wir brauchen ordentliche Kapazitäten bei Polizei und Staatsanwaltschaften, solche Machenschaften auch aufzudecken und zur Anklage zu bringen. Wir brauchen ordentliche Ausstattungen bei der Polizei, und zwar auch in Sachen Kapazität. Dass wir Polizeibeamte besser bezahlen, die wirtschaftskriminelle Strukturen aufdecken, dass Verfahren beschleunigt werden. Wenn Sie eine stärkere Sanktionierung von Unternehmen wollen, müssen Sie auch dort, wo Sie Verantwortung tragen, Ihren Apparat besser ausstatten, damit Rechtsverfolgung auch effektiv sein kann. Meine Damen und Herren, es ist wenig geholfen. Weder den Bürgern, die auf Rechtstreue von Unternehmen setzen, als auch einer bereits jetzt an die Grenzen der Belastung gehenden Justiz, wenn Sie einen Paradigmenwechsel im Strafrecht herbeiführen, der zu einem langen Theorienstreit, aber nicht zu einer effektiven Rechtsdurchsetzung und zu einem Schutz für die rechtstreuen Unternehmen führt. Deswegen werden wir Ihren Antrag heute ablehnen. Vielen Dank. Letzter Redner.